Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einer neuen Folge Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Wir sind diesmal Watson, haben gerade hier die 10, 20 Schilling Münzen gefunden, die der Holmes in seiner Bude versteckt hatte und haben den Job übernommen, um eine Schildkröte zu besorgen. Zackig unterwegs wieder, die Droschken hier am Tag. Hier im Hinterzimmer des Golden Lion haben sie ja ein Schildkrötenrennen veranstaltet. Vielleicht können wir uns davon einen nehmen. Ich nehme mal die. Oder die. Mist. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion ist unbezahlbar, Kumpel. Den Verlierer bekommen sie für 10 Pfund. 10 Pfund? Ja, der Champ ist die 1, oder? Vielleicht wähle ich mal das Geld aus. Wie viel kostet eine Schildkröte? Der Champion. Und nü? Oh, hat er genommen. Dann nehme ich den. Zack. Meins. Ja, aber eigentlich besteht ja gar kein Grund, hier rauszugehen. Eigentlich können wir direkt per Karte hier in den Osten und zum Tower reisen, um dem Holmes die Schildkröte zu geben. Vielleicht kriegen wir jetzt den Geier aus der Reserve gelockt. Och, hoffentlich ist jetzt nicht wieder abends. In der Zwischenzeit. Ah, es gibt ein Zwischenspiel. Holmes. Während Sie warten, Watson, brauche ich etwas Großes, um den Bartgeier zu fangen. Das ist ein ziemlich großer Vogel. Mhm. Ach, das ist ja schön. Das ist jetzt auch zum ersten Mal, dass man hier etwas holen soll. Und der andere gerade was anderes macht. Wir haben doch da hinten die ganze Zeit ein Netz gehabt. Vielleicht können wir uns das jetzt nehmen. Dieses Netz wäre perfekt, wäre es nicht so zerrissen. Ich brauche etwas Schnur, um es zu flicken. Mhm, habe ich eine Schnur da? Diese Schnur ist perfekt. Bis Watson kommt, habe ich etwas zu tun. Mhm. Ja, jetzt habe ich es doch hier gemacht, oder? Und? Ach so. Ah, alles klar. Mal gucken, ob das hier ausreicht. Komm, hier auch noch ein Knötchen. Oh je. Alles klar. Ja, ist gut. Man muss hier vielleicht hier an so einer Stelle anfangen. Weil ich denke mal, man kommt dann schon irgendwie hier so entlang. Genau. Oh. Das ist auch falsch. Weil hier kommen wir nicht nochmal hin. Nein, das kann ich. Genau. Nachdenken, genau. Das ist wie mit dem, in diesem Haus wohnt der Nikolaus, ne? Fangen wir denn dann in der Mitte an? Also wir haben hier so Enden. Die müssten wir... Also am Ende müssen wir zum Beispiel hier an so einem Ende auskommen. Wenn wir hier am Ende auskommen sollen, dann müssten wir zum Beispiel mal hier so anfangen. Genau, könnten wir versuchen. So. Ja. Wie machen wir das jetzt? Hier, da und da. Und jetzt gehen wir noch einmal hier komplett außen rum. So, geschafft. Hier ist Ihre Schildkröte, Holmes. Watson, Sie verblüffen mich. Dieses Exemplar ist ideal. Ich muss sie irgendwo hinlegen, Watson. Tja, ich würde behaupten, können wir die denn direkt in das Netz packen? Nö. Wir müssen natürlich raus, hier irgendwie vor diesem weißen Turm. War denn der Vogel hier oben? Ja. Da haben wir doch so ein schönes Fleckchen. Was sind denn das? Knochen? Egal. Tun wir sie dahin. Treten Sie zurück, Watson. Unser bärtiger Freund gesellt sich jeden Moment zu uns.
Put, 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 put. Ich hoffe, Sie fangen ihn gleich beim ersten Versuch, Holmes. Ginger würde es mir sonst nicht verzeihen. Ginger? Ja, die Schildkröte. Gewiss, Watson, gewiss. Ach. Riesentier, wow. Im Vergleich zu den Menschen ist der schon eine Hausnummer, ne? Also nehmen wir jetzt mal das Netz hier. So. Da ist unser hungriger Freund Watson und der letzte Zettel. Genau. Endlich. Ich dachte, wir würden es nie schaffen. Jetzt können wir nach Hause und den Tag mit einem Nickerchen ausklingen lassen. Wir haben bis zum Abend Zeit. Wir gehen in die Baker Street zurück, Watson. An Schlaf ist jedoch nicht zu denken. Wir können etwas essen, dann müssen wir weiter. Diese Nachrichten zeigen uns zweifelsohne den Weg. Aber ich bin am Ende meiner Kräfte, Holmes. Wie Aeschylus sagte, ich glaube, die Erschlagenen kümmert es wenig, ob sie schlafen oder auferstehen. Los, Watson, Beeilung. Na gut, dann schauen wir mal, wie wir jetzt diese 6 wahrscheinlich unlesbaren Zettel irgendwie in eine Reihenfolge kriegen. Ich halte das nicht länger durch. Es ist mir gleich, wohin uns die Zettel dieser verdammten Viecher aus dem Tower von London führen, Holmes. Ach, sie müssen ohne mich gehen. Wir können diese Angelegenheit nicht länger geheim halten. Scotland Yard will sich dieser Sache ohnehin wieder annehmen. Ehrlich gesagt, bin ich mehr als einverstanden. Ich stimme Ihnen zu, Watson. Selbst wenn Oberwärter Smith 2/3 seiner Männer beurlaubt, damit nichts durchsickert, werden die Behörden schnell erfahren, dass etwas Ungewöhnliches vor sich geht. Und wie Sie bereits feststellten, würden Sie sich des Falles annehmen wollen. Aber Scotland Yard hat einmal mehr eine harte Nuss zu knacken und steht kurz vor einer Blamage. Es kommt nicht in Frage, dass ich mich zurückziehe oder ausruhe. Nicht, solange England von diesem Arsène Lupin bedroht wird. Wie Sie wollen, Holmes. Wer hätte gedacht, dass Sie mir eines Tages Nachhilfe in Patriotismus geben müssten? Versuchen Sie nun, die Bedeutung dieser Nachrichten zu entschlüsseln. Aber wie, Holmes? Sie sind unlesbar, Watson. Aber da Lupin gerne mit Tricks spielt, wenn ihm danach ist, könnte es vielleicht ein Zaubertrick sein. Okay. So, hier haben wir sie. 6 unlesbare Teile einer Nachricht. Unlesbar, warum denn? Ach, leider können wir uns das nicht näher angucken, ne? In den Dokumenten kommen die ja nicht vor. Was kann man denn hiermit vielleicht machen? Also, vielleicht sind sie unlesbar, weil immer die Hälfte mit irgendwie einer unleserlichen Tinte geschrieben wurden. Oder man muss sie halt tatsächlich aufeinander legen. Da kann ich mir zwar nicht vorstellen, wie der Lupin das fabriziert haben soll. Obwohl vielleicht mit Löschpapier, so beim mit dem Durchdrücken. Spielen wir ein bisschen mit der Waage. Oder wir spielen mit der Lampe. Elementar. Elementar. Gedicht 6 Vögel. Okay. Das werde ich jetzt auch nicht mit Dialekt vorlesen, damit wir es direkt kapieren. Ohne Hoffnung auf Wiederkehr flogen die 6 davon. Ich höre das Gejammer. Was kann man nur tun? Ich werde rächen, was angetan meinem Land. Als Wiedergutmachung will ich ein teures Pfand. In der Geschichte ein Kaiser voll Macht zeigte der ganzen Welt unsere Pracht. Erobert das Land von Westen bis Osten, fand dabei Schätze, die unsagbar viel kosten. Vom Nabel der Welt stammten sie her, 1000 Jahre alt und noch viel mehr. Vertrag wurde es genannt, doch es war eine List, damit ihr stehlen konntet, was nicht euers ist. Den Namen einer Stadt gilt es nun zu erraten, die heilige Katharina hat sie zum Paten. Sie war nicht nur Raphael-Inspiration, auch Carlo, Antonio und Stefan malten sie schon. England hegt ihn immer noch, den Plunder. Eine dreiste Schau, doch ist es ein Wunder, der Schatz liegt bereit und wartet auf mich. Ich werde ihn holen, das verspreche ich. Voller Rätsel ist das Ding, das ich will, das Famose. Durch dies wurde zum Meister ein junger Franzose. Ihr meint, es sei einer von euch, der es vollbracht, der den Preis verdient hätte, doch falsch gedacht. Nicht euer Mr. Young, unser Mann besaß die Größe und seinetwegen geben wir euch eine Blöße. Wieder so ein unverständliches Zeug. Weit gefehlt, mein lieber Watson. In diesem Brief geht es unter anderem um Malerei. Ich wette, Lupin möchte Zeit schinden, indem er uns kreuz und quer durch London hetzt.
aber dieses Mal betrete ich den nächsten Tatort vor ihm. Mhm. Dann gehen wir wohl Watson, in die Galerie. Sie sind erschöpft. Sie sollten sich diesen Morgen ein wenig ausruhen. Ich kümmere mich allein darum und hole Sie gegen 11 Uhr ab. Der Arme, den haben wir auch in der Nacht hier durch die Gegend geschickt. Gute Nacht. Ich muss etwas finden, das der Beschreibung aus dem Gedicht entspricht. Mhm. Deswegen reisen wir erst einmal wieder Karte von London und einmal hier zum Trafalgar Square und zwar zur National Gallery. Der hatte irgendwas von Mr. Young gesagt. Ich glaube, es gibt einen Maler, der so heißt. Und irgendwas von einer Katharina. Vielleicht finden wir ja ein Bild. Wir sprechen mal mit Pointer. Seien Sie gegrüßt, meine Herren. Der Ruhe nach zu urteilen, zeigt unsere kleine List mit dem Schimmelpilz Wirkung. So ist es. Ich hoffe jedoch, dass wir nicht unsere eigenen Erwartungen übertreffen und die Besucher für immer vergraulen. Haben Sie die letzte Fata Temeraire gefunden? Ich muss gestehen, leider nein. Aber wir machen Fortschritte. Tja. Gut. Auf Wiedersehen, ich muss meine wohl Herren. Selber fündig werden. Es sei denn, hier der Pelennor hat das Register noch für uns. Haben Sie irgendeine Spur, Mr. Holmes? Okay, der hatte wohl dem Pelennor jetzt den Mund verboten, oder? Ah, wenn jetzt hier dieser Berg an Bildern nicht mehr liegt, dann haben die wahrscheinlich alles wieder ersetzt, oder? Okay, wir lesen nochmal. So, ein Kaiser voll Macht zeigt der ganzen Welt unsere Pracht. Und so weiter und so fort. So, damit ihr stehlen konntet, was nicht euer ist, den Namen einer Stadt gilt es nun zu erraten. Gut, eine Stadt. Die heilige Katharina hat sie zum Paten. Also wir suchen vielleicht auch, sie war nicht nur Raphael-Inspiration, auch Carlo, Antonio und Stefan malten sie schon. Raphael war doch Italiener, oder? Carlo, Antonio und Stefan waren vielleicht auch alles Italiener. Ich guck mal direkt hier auf die Karte der National Gallery, wo denn die italienische Galerie ist. Spanisch, okay. Niederländisch, Flämisch, Italienisch. Dann reisen wir einfach mal hier hin und gucken, ob wir eine Katharina finden. Hier ist jedenfalls eine Frau schon mal. Und hier ist die heilige Katharina von Alexandrien von Raphael. Mhm, Alexandrien, dann könnte es irgendwie Alexandria sein. Was haben wir hier? Ist auch eine Gemälde Frau. Gemälde von Lorenzo Lotto. Geboren um 1400. Okay, Lorenzo war jetzt nicht dabei. Den haben wir hier. Anbetung der Könige von Botticelli. Botticelli war auch nicht dabei. Gut, das dürfte es auch nicht sein hier. Oh, das können wir uns auch gar nicht angucken. Na gut, wen haben wir da? Vielleicht Katharina? Das ist die heilige Katharina von Alexandrien von Crivelli. Aha, ist denn der überhaupt genannt worden? Carlo, Antonio und Stefan und Raphael. Na gut, dann halt nicht. Ob das vielleicht auch Katharina sein soll? Die Entstehung der Milchstraße. Ach so, wie er da an ihrer Brust trinkt. Das ist also die Entstehung der Milchstraße. Tatsache, hier läuft das Milch raus. Die Milch. Okay, wahrscheinlich auch ein Bild, was ich nie wieder aus meinem Kopf bekomme. Ein Gemälde von Veronese. Nein, keine Katharina. Vielleicht hier eine Katharina? Gemälde von Orazio Gentileschi. Der Name sagt mir auch nichts. Keine Frau, keine Frau. Hier ist eine Frau. Die Jungfrau am Felsen. Ein berühmtes Gemälde. Nee, Leonardo da Vinci sagt mir nichts. Das waren Mars und Venus. Hier ist noch eine Frau, eine Heilige auch. Hier ist die heilige Katharina von Alexandrien, von Solario. Jetzt haben wir schon dreimal Katharina, ne? Hier, da vorne in klein und dort auch. Aha, gut. Der Tod des... Ja. Emmausmal, bei dem... Drei Stück haben wir hier. Genannt waren 1, 2, 3, 4 Maler. Und ich glaube, keiner hiervon war jetzt dabei, oder? England hegt ihn immer noch den Plunder. Eine dreiste Schau, doch es ist ein Wunder. Der Schatz liegt bereit und wartet auf mich. Ich werde ihn holen, das verspreche ich. Was haben wir denn hier? Auf der Karte, vielleicht auch mal der Karte von London. Haben wir denn irgendwas mit Alexandria? Die Baker Street. Oxford Circus, ein beliebter Marktplatz an der Oxford Street, die als einer der größten Boulevards der Welt gilt. Burlington Arcade, erbaut auf Geheiß von Lord George Cavendish, Architekt Samuel Ware, erstmals eröffnet 1819.
Piccadilly Circus, die große Hauptverkehrsstraße, die vom Haymarket und der Regent Street westlich zur Hyde Park Corner führt. Okay, dann, wie ist es hier mit der Mitte? Das British Museum, das größte Museum Londons mit berühmten archäologischen Schätzen. Gut, hier sind wir ja in der National Gallery. Court of Justice, ein großes graues Steinbauwerk im Stil viktorianischer Gotik. Im Dezember 1882 von Königin Victoria selbst eröffnet. Mhm. So, ganz im Osten haben wir die St. Paul's Cathedral. Sie beherbergt die Gräber vieler berühmter Persönlichkeiten wie Admiral Lord Nelson, dem Herzog von Wellington und dem bekannten Maler William Turner. Die Bank of England, Mithras Tempel, der Tower, da waren wir auch schon. Und hier haben wir noch den Süden, da haben wir einmal den Buckingham Palace, einer der Wohnsitze von Königin Victoria. Die Westminster Abbey. Am Heiligabend 1066 wurde hier Willem der Eroberer gekrönt, der damit eine lange Dynastie begründete. Turmuhr Big Ben und New Scotland Yard, Hauptquartier der stolzen britischen Polizei. Gut, ich gehe davon aus, wir sind hier noch nicht fertig. Vielleicht haben wir noch in der spanischen Galerie ein paar Katharinas. Hä? Achso, nee, es ist doch nicht das gleiche Bild. Wir brauchen also eine Frau. Das ist keine Frau. Das ist eine Frau, aber ich glaube kaum, dass es das ist, was ich suche. Venus mit Spiegel. Okay, die Venus mit Spiegel. Auch keine Frau. Und, tja, das ist auch nicht Katharina. Dieses auch nicht. Die Anbetung des Namens. Genau, die Anbetung des Namens Jesu. Französische Galerie, englische Galerie. Tja, da können wir auch nochmal hin. Ich glaube aber nicht, dass wir hier nochmal eine Katharina finden. Ah, das ist sie nicht. Das ist die richtige. Nee, nee. Es ist ja ein Heiligenbild. Es ist doch ein Heiligenbild. Ja, der Platz ist natürlich frei. Okay. Gut, der Vollständigkeit halber gehe ich hier auch noch einmal etwas schneller durch. Da ist er ja mein Vorfahr. Kaiser Napoleon I. oder Bonaparte, wie wir Engländer sagen, von Horace Vernet gemalt. Aha, okay, also doch nicht mein Urahn. Aber das war doch das gleiche Bild, was da... Naja, egal. Auch hier keine Katharina. Madame Mautissier, genau. Gut. Ich frag mal den Pointer, ob er vielleicht noch irgendwelche mehr Informationen hat zur Katharina von Alexandria. Haben Sie irgendeine Spur, Mr. Holmes? Naja, ich würde dich gerne fragen nach Katharina von Alexandrien. Haben Sie Ach, der Pellinor darf gar nicht mehr reden. Mittlerweile übernimmt der Pointer immer das Wort für ihn. Naja, hier haben wir doch noch jemanden. Keine Vorkommnisse, Mr. Holmes. Das ist schön. Oh, das Bild wurde ja nicht ersetzt. Und hier haben wir sicherlich... Genau. Hier sind ja die unbedeutenderen Bilder, wie ich gehört habe. Dann wird hier keine Katharina dabei sein. Wo könnten wir uns denn jetzt nochmal umsehen? Wir könnten nochmal hier in die... in das Atelier gucken. Oh, ist alles sauber gemacht. Wie schön, sie haben alles sauber gemacht. Ach nee, dieses Bild habe ich doch drin gerade erst noch hängen sehen, diesen komischen kleinen Engel. Nee, auch nicht. Keine Katharina. Ja, was machen wir denn da? In der Geschichte ein Kaiser voll Macht. Das könnte doch Napoleon sein, oder? Oberte. Genau, hat er gemacht. Hat jede Menge Schätze gefunden, was nicht eures ist. Den Namen einer Stadt gibt es nun zu erraten. Die Helge Katharina hat sie zum Paten. Katharina von Alexandrien, also Alexandria. Sie war nicht nur Raphael-Inspiration, auch Carlo, Antonio und Stefan malten sie schon. England hegt ihn immer noch, den Plunder. Eine dreiste Schau, doch ist das ein Wunder? Der Schatz liegt bereit und wartet auf mich. Ja gut, ich würde einfach mal raten, dass wir jetzt vermutlich
doch mal reisen. Und zwar, nicht hierhin, sondern hier zum British Museum. Warum sollte ich dorthin gehen? Weil da bestimmt ein Schatz aus Alexandria ist. Darum. Okay. Ich muss also nochmal zurück zu den Gemälden. Vielleicht finde ich auch hier nochmal was. Ist hier eigentlich noch die Lampe? Nö. Die Lampe ist auch nicht mehr da. Gut. Die Katharinas. Hier, das haben sie aber nicht weggemacht. Warum denn nicht? Ob ich hier jetzt nochmal irgendwas finde? Bei den Rahmen? Irgendwie nochmal einen Hinweis? Und hier ist die heilige Katharina von Alexandrien von Raphael. Ja, okay. Also von Raphael gemalt. Stimmt, ne? Raphael? Ja. Carlo, Antonio und Stefan. Sollen wir die jetzt vielleicht auch finden? Weil das waren hier nicht Carlo, Antonio und Stefan. Das ist die heilige Katharina. Crivelli. Und dann hatten wir sie noch da hinten. Hier ist die heilige Katharina. Solario. Das stand alles da nicht. Das ist auch eine Heilige. Die Jungfrau am Felsen. Ein berühmtes Gemälde von Leonardo da Vinci zwischen... Ach ja, ganz genau. Okay. Tja, dann muss man vielleicht mal noch nach anderen Heiligenbildern gucken. Andere Heiligenbilder. Ich schaue jetzt einfach doch in die anderen... in die anderen Galerien hier rein. Was ist das denn hier? Hing das schon immer hier? Okay. Keine Heiligen. Die sollte man ja sonst eigentlich sehr gut und sehr schnell und einfach erkennen an dem heiligen Schein. Aber hier ist nichts zu sehen. Hier war ich drin. Hier war ich auch drin. Hier war ich auch drin in dieser Galerie. Und ich habe auch nichts übersehen. Dann können wir noch hier einmal reingehen. Hier war ich aber auch schon. Hier war ich auch schon und auch hier gab es jetzt keine heiligen Bildchen von dieser Katharina. Vielleicht noch hier. Oder? Soll das vielleicht ein Heiligenschein sein? Ein Kranach. Kranach, Was heißt denn Kranach? Hier sind auch Heilige. Sieh an, ein Lochner mit dem Titel Heilige Katharina von Alexandrien. So, ich habe mir die vier Gemälde notiert, auf die es in Lupins Gedicht Hinweise gibt. Ich sollte zu Watson zurückgehen und mit ihm zusammen überlegen. Okay, da muss ich also wirklich nur noch ein viertes finden. Aber, er hat sich die notiert. Hoffentlich. Dokumente? Gegenstände? Was haben wir da? Gedicht Sechs Vögel. Ich habe sie mir aber nicht notiert. Sollte ich das mal besser machen? Ob ich das wohl besser machen sollte? Nee, ich denke mal, es geht eben um Alexandria. Also reisen wir zurück in die Baker Street, einmal nach hier oben in die Ecke. Wahrscheinlich ist auch genauso viel Zeit draufgegangen, wie wir dem Watson versprochen haben. Und ansonsten müssen wir ihm halt mal aus dem Bett treten, ne? Holmes ist endlich gegangen. Ich bin erschöpft. Aber ich habe keine Wahl. Ich muss seine Abwesenheit ausnutzen, um seinen Orden der Ehrenlegion wiederzubekommen. Ich werde schnell zur Bank gehen und dann versuchen, die Gauner zu finden, bei denen ich ihn verpfändet habe. Oh, scheiße, ja. Das müssen wir auch noch machen. Ich habe es geschafft, genug Geld zusammenzubekommen. Auf zum Goldenen Löwen. Ja, hoffentlich sind sie da. Tja, aber ob sich der Watson jetzt ein blaues Auge holt und ob wir den Ehrenlegionsorden wiederbekommen, das sehen wir morgen in der nächsten Folge Let's Play Sherlock Holmes Jagd Arsène Lupin. Macht's gut, bis dahin!